irgendwo. Plattform, da kommt sie nicht hin, da kommt sie nicht hin. Wenn ich da jetzt drauf springe, hallo, nicht rumzappeln, hallo. Okay, der ist auch nicht mehr... Das ist zu weit. Ja, aber wir müssen uns halt irgendwie eine Brücke holen. Da wird nichts passieren. Da wird nichts passieren, nee. Das geht nicht. Ja, klar. Gibt's denn hier keinen Ast irgendwo? Ich übersehe das aus dem Weg. Was haben wir denn da zum Dampfer? Fuck. Aber wofür haben wir die Aktion gemacht? Kann mir das irgendwer erzählen? Ah. 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 Oh. Komm schon. Ja, ja. Bewegung. Bewegung, ja, das würde ich aber auch sagen. Komm. Boah, Freunde. Das ist die letzte Plattform. Ich bin fast da. Wenn das jetzt nochmal... Du willst mir jetzt nicht sagen, dass da noch eine kommt. Erstmal speichern. Boah, Freunde, ich bin fix und alle. Glaubt's mir. Das ist nichts für kleine Kinder. Und ich bin zwar schon ein kleineres, größeres Kind, aber das ist trotzdem nichts für mich. So, kann ich den Scheiß wieder wegholen? Das passt nicht. Das kann er nicht. Zum Dampfer, ja, okay. Freunde. Das Schaufelrad dreht sich. Das Schaufelrad dreht sich? Ach, da hinten. Okay, Dampfer. Ganz kurz aufs Fragezeichen. Boah, Freunde, ich bin voll durch. Echt. Das war doch nicht zu meinen Nerven. Ein kleines Schnappi. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Okay. So, jetzt sind wir auf dem Dampfer. Naja, um da ein Spielcasino und eine Band und so drauf zu machen, da muss man, glaube ich, ein bisschen Geld investieren. So, was haben wir da? Rechts, mittleres Deck. Hier komme ich nicht durch. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Das ist ja echt nur das eine Fragezeichen. Ich übersehe doch so gerne Sachen. Wisst ihr doch. Nochmal draufdrücken. Ja, das war mir letztes Mal auch schon so peinlich. Eigentlich ist mir nichts peinlich. Ist mir auch nicht peinlich, aber ja, dass ich diese Postkarte übersehen habe. Ich habe da zweimal drauf geguckt. Ich habe sie zweimal stumpf übersehen. So, mittleres Deck. Freunde, wir gehen an Deck. Okay, jetzt sind wir hier oben. Wo geht's jetzt hin? Unteres Deck. Aber nirgendwo hin. Oberes, wieso wird das nicht angezeigt? Doch, ist angezeigt. Ich hab's übersehen. Tralala, wer hätt's gedacht? So. Boah, ich bin immer noch im Krokodilsfieber, ey. Seid mir nicht böse, liebe Leute. Mann, war das ein Scheiß, ey. Aber welcher normalsterbliche Mensch hätte so eine Aktion gestartet, ey? So. Ich kann das Fragezeichen ruhig drücken. Ihr wisst ja, ich sehe immer so, das Wichtigste. So, oberstes Deck. Okay, das sieht aus wie ein Gewächshaus irgendwie, ne? So, jetzt will ich hier mal gucken. Okay, da kommen wir zum Schaufelrad. Da zur Brücke. Ja, ist hier nicht bewachsen, die Brücke. So, jetzt hier Wumme raus. Ich will jetzt, dass du deine Wumme hier rausholst. Scheibe. So schade, dass ich beim Springen alles verloren habe. Komm hier, FBI-Karte. Ein bisschen rumtricksen. Das geht nicht. Das geht nicht. Okay, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie... Okay, dann gehen wir erstmal zum Schaufelrad. Schaufelrad. Der Schriftsteller ist an das Schaufelrad gebunden. Ich muss es anhalten. Ja, es ist ein sehr exzentrischer Tod, beziehungsweise eine sehr exzentrische Art zu sterben. Hätte der Trottel auf uns gehört, wäre ihm das jetzt erspart geblieben, aber gut. Schwengel, ja, mit dem Schwengel den Schriftsteller erschlagen, das ist eine sehr unschöne Sache. Aber so, kann man sonst noch irgendwas hier nehmen? Was haben wir denn sonst noch? Fragezeichen. So, den Schwengel. Okay, das werden wir von diesem Deck wahrscheinlich nicht machen können. Okay, man kann mit ihm auch nicht quatschen. Wenn er es überlegt, hat er auf jeden Fall eine gute Story, ey. Kann ich das Schaufelrad vielleicht von der Brücke aus anhalten? Wir gucken, wir haben jetzt einen Schwengel und damit schlagen wir jetzt diese verkackte Scheibe ein, ey.
Yeah, Rock'n'Roll! Ich kann nicht zum Maschinenraum runtergehen. Es ist fast, als hätte ich angenommen, Cartman unten vorzufinden, wie er meine Anweisungen erwartet. Ja, ein bisschen naiv ist sie gelegentlich. So, hier, kann man doch nicht irgendwie Stopp machen, wie im Film, machen wir da mal Ritsch, Ratsch und dann hält die Scheiße an. Warte mal, Fragezeichen, okay. Kapitänsmütze. Ja, komm, wenn schon da mit Stil. Boah, was ist das denn? Der Herzkönig? Der Herzkönig. Unglücklicherweise scheint es nicht so, als wäre er das Ende des Kartenspiels. Stimmt, danach kommt noch ein Ass. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Farben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Aaron mit der Mütze hinter dem Rücken. Ist das der Traum eines Verrückten? Also das ist Aarons Mütze? Okay, Hebel, Hebel. Ich habe keine Ahnung, wie in aller Welt ich es geschafft habe, den Antrieb abzustellen. Cartman muss eine Art Gerät installiert haben, aber ich habe es geschafft. Naja, wenn der Schriftsteller jetzt gerade unten sitzt, hat er ein echt ernsthaftes Problem. Wenn er nämlich unter Wasser ist, dann würde er sich wünschen, das Scheißding würde sich nur drehen. Was für ein Glückesgeschick, Tirelli! Oh. Ach so, das sind die Kollegen. Aber ich stelle mir vor, das Ding hätte angehalten, der Typ wäre unter Wasser gewesen. Kleines Glücksspiel, ne? Oh, Kamera? Das sieht aber schon nach Digicam aus. Wer ist denn der Vogel jetzt? Jetzt kommt sie mit ihrer Kooperationsscheiße. Wer ist das? Ist das Turner? Aber der Schriftsteller hat doch gesagt, irgendwie von wegen Glatze und 40 und bla bla bla. Werden Sie also mit uns kooperieren? Ist das ein Verhör? Ich würde es eher eine informelle Unterhaltung nennen. Bedeutet das, dass ich jederzeit gehen kann? Wir haben Sie wegen Behinderung der Untersuchung verhaftet. Bevor wir aber entscheiden, was wir mit Ihnen anstellen, möchten wir uns über etwas viel Wichtigeres unterhalten. Und das wäre? Wir möchten wissen, was Sie gestern in den Sümpfen in der Nähe von Battalion und am Montagnachmittag in der Nähe eines Kinos in New York gemacht haben. Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden, liebe Leute. Haben Sie den jetzt einfach so geschnappt oder was? Oder wo kommt der Vogel her? Anscheinend scheint er auch in New York gewesen zu sein und ja, müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen. Ich kenne die Fresse, ich habe das Gesicht nie gesehen. Aber gut. Die Zeitung von gestern Abend. Sehen Sie sie sich an. Das ist über das Kraftwerk. Hat sich schlecht entwickelt. Was haben wir hier? Ihren Namen unter dem Bild. Also irgendwie fehlt mir jetzt gerade ein Abschnitt, also keine Ahnung. Wir möchten auch gerne wissen, was Sie am Dienstagabend am Tatort eines Verbrechens in einem alten Kraftwerk in New Jersey gemacht haben. Das ist ein freies Land. Ich kann hingehen, wo ich will. Aber klar. Aber wie haben Sie herausgefunden, wo es passieren soll? Eine gute Nase? Oder vielleicht ein Besuch bei einem Wahrsager? Sind wir Freunde? Haben wir zusammen Mädchen aufgerissen? Oder haben Sie mir vielleicht Football-Tickets überlassen? Nein? Ja, warum sollte ich Ihnen dann trauen? Weil nur ein Idiot seine letzte Chance vertut. Er ist also hier der Bad Cop. Okay, vielleicht ist es ein Reporter, der irgendwie die Sachen da... Okay, das kann natürlich sein. Okay, Good Cop, Bad Cop habe ich ja schon mal angedeutet, dass man das machen könnte. Bei dem machen sie es jetzt wohl. So, ja, dann scheint es wohl vielleicht echt ein Reporter zu sein, aber... Vielleicht hat er ja Beziehung zum Killer. Es wäre besser, wenn wir einen Handel schließen würden. Sie waren auch da, in der Bar, neben dem Kino. Stimmt. Irgendetwas mehr über die E-Mail, wegen der Sie dorthin gegangen sind? Wie ich an meine Informationen komme, ist mein Berufsgeheimnis. Ich kann nichts hören. Schwerhörig? Lassen Sie es mich wiederholen. Mein Berufsgeheimnis. Ich kann nichts über den ersten Zusatzartikel zur Verfassung hören. Wir haben einen ziemlich großen Friedhof, der damit in Verbindung steht. Sie könnten dort eine Ansprache über Redefreiheit halten. Großartig! FBI verspottet die Prinzipien, auf die unser Land gegründet wurde.
Wenn Sie unsere Fragen nicht beantworten, lassen Sie uns keine andere Wahl. Nicole, ich glaube, es ist Zeit, mit einem offiziellen Verhör anzufangen. Ah, Freunde, ey, ich glaube, das ist der Reporter, den wir seinerzeit in dieser Rockerbar gefunden bzw. kennengelernt haben, der diese eine Torte da angemacht hat und dann auch noch versucht hat, bei ihr zu landen. Den hätte ich jetzt nicht wiedererkannt, der sieht irgendwie ein bisschen anders aus, aber... Naja, okay, dann machen wir mal das Spiel Good Cop, Bad Cop. Guter Cop, böser Cop. 23. Oktober 2009. Örtliche FBI-Dienststelle in der Bronx. Die Agenten Nicole Bonnet und Richard Perry verhören Jack Rowling als Zeugen. Stimmen Sie der Aufzeichnung des Gesprächs zu? Warum nicht? Wie ist Ihr Name, Alter, Wohnsitz und Beruf? Jacob Somerset Rowling, 40 Jahre alt. Ich wohne in New Jersey, 203 Redmond Street. Beruf? Journalist. Jo. Familienstand? Geschieden. Dauergeil. Ja, der hat ja die ganze Ischen da angemacht, da in der Kneipe irgendwie. So, Tatorte. Die Tattorte, bitte einmal. Wir möchten von Ihnen wissen, warum Sie an mehreren Tatorten waren, direkt vor oder nachdem die Verbrechen begangen worden sind. Schön. Ich habe eine E-Mail bekommen. Jemand erwähnte diese Bar und riet mir, ein Mädchen im Auge zu behalten. Er schrieb, es wäre eine Bombe. Wer war der Absender? Hätte jeder sein können. Das war bestimmt nicht seine richtige E-Mail-Adresse. Übrigens hat er seitdem nicht mehr geschrieben. In Ordnung. Wir werden Ihren Computer sowieso konfiszieren. Warum haben Sie diese E-Mail ernst genommen? Warum nicht? Immerhin war die Adresse einer Bar darin. Hören Sie auf, Witze zu machen. Suchen Sie nach Inspiration in Spam? Klar. FBI-Informanten sind auch immer gerne gesehen. Ihre Erklärung ist nicht sehr glaubwürdig. Wenn man nicht die ganze Zeit die Nachrichtenkorrektur lesen will, muss man das Büro von Zeit zu Zeit verlassen. Obwohl doch, das hat er ja in der Bar auch schon erzählt. Er hätte eine E-Mail bekommen und sollte sich daraufhin mit irgendeiner Frau treffen. Deswegen hat er ja auch die Torte angequatscht, wenn auch ein bisschen, sagen wir mal, egal. Und Nicole hat er auch angequatscht. Also er ist auf jeden Fall stringent, beziehungsweise bleibt sich seiner Geschichte erstmal treu. Dann kamen Sie am Montag zu einer zwielichtigen Bar am Stadtrand. Ich war nicht überzeugt, aber ich ging hin. Ich gebe zu, ich habe mich mit dem falschen Mädchen unterhalten. Was für eine Nachricht haben Sie eigentlich von ihm erhalten? Sie haben die Bar ziemlich plötzlich verlassen. Warum? Ich war gelangweilt. Auch von dem Mädchen. Sie haben die Chance verpasst, einen Bericht aus erster Hand zu schreiben. Das ist alles Ihre Schuld. Sie wollten nicht mit mir reden. Sehen Sie, Nicole, Sie haben fast die Karriere dieses Journalisten zerstört. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Alibi, Abili, Libidi. Okay, hat er Alibi? Hat er nicht? Nur wenn er dauernd da vor Ort war, dann wird's irgendwie schwer, ein Alibi aufzuweisen. Wo waren Sie um 7 Uhr abends? Um 7? Irgendwo auf der Brooklyn Bridge. Kann das jemand bestätigen? Vielleicht dieser Rowdy in einem Sportwagen, der mir den Finger gezeigt hat? An Ihrer Stelle würde ich mich in dieser Situation nicht so aufführen. Und was haben wir hier für eine Situation? Das werden Sie gleich feststellen. Naja, auf jeden Fall sieht es nicht ganz so gut aus, aber ich, ja, der Mörder ist irgendwie, weiß ich nicht. Kraftwerk! Reden wir über das Kraftwerk. Wie sind Sie dorthin gekommen? Am Tag danach las ich über den Unfall am Bahnübergang und habe mir geschworen, nie wieder einen Tipp außer Acht zu lassen. Oh, hat er auch schon eingekriegt. Hat er Sie angerufen? Ja, ich habe ihn sofort wiedererkannt. Was hat er gesagt? Er hat einen Ort beschrieben. Es war das Kraftwerk. Womit hat er angefangen? Er hat kein Wort verschwendet. Er hat mir nur die Adresse gegeben. Um wie viel Uhr? Ungefähr um 18 Uhr. Hat er Sie auf Ihrem Handy angerufen? Wo waren Sie? Ich kam gerade von der Arbeit. So, Meister, Handy raus, wir wollen Beweise. Kann ich mir mal Ihr Handy ansehen? Nein. Nein? Sind Sie sicher? Wenn Sie angeklagt werden, könnte Ihre Ablehnung als Zurückhaltung von Beweismitteln ausgelegt werden. Das ist nicht einfach mein Handy, sondern mein Arbeitsmittel. Namen, Nachrichten, Verabredungen, Informationen über Leute, die Sie nie freigegeben hätten, wenn Sie gewusst hätten, dass Sie in Ihre Hände fallen würden. Das sind eine Menge Informationen, an die man nicht herankommt, ohne absolute Anonymität zu garantieren. Ist Ihnen das klar? Haben Sie Angst, wir würden nachsehen, wer Ihr Spitzel im Rathaus ist? Das Leben eines Menschen steht hier auf dem Spiel. Ich kann Ihnen nur den Eintrag dieses Anrufs zeigen. In Ordnung. Nein,
Unsere Experten müssen alles überprüfen. Niemals. Ja, ich glaube, der geht auch eher in den Knast, als dass er die Scheiße rausrückt. Naja. Wir besorgen uns eine richterliche Verfügung. Großartig. Sie sind nah an einem heftigen Zusammenstoß mit der Justiz. Sie sind wie eine Meute Hunde. Aufspüren, zufassen, zu Tode beißen. Wenn Sie wüssten, wie schwer es ist. Wie viele es schaffen, uns zu entwischen. Wenn jemand herausfindet, dass ich Namen an die Cops weitergebe, bin ich fertig. Sie würden mich nicht einmal mehr Texte anderer Korrektur lesen lassen. Wie Sie wollen. Sie haben die Wahl. Denken Sie nur daran, dass irgendjemand auf dem elektrischen Stuhl landen wird. Ich bin sicher, es wird der Mörder sein. Ich weiß nur noch nicht, wer das ist. Tja, insofern, mein guter Journalist, scheiß auf dein berufliches Image, Alter. Wenn du auf so einem Brutzelstuhl sitzt, dann sieht das gar nicht so gut aus. Wann sind Sie am Kraftwerk angekommen? Ich muss ungefähr eine Stunde gebraucht haben. Um 7. Haben Sie draußen jemanden bemerkt? Keine Autos, keine Leute. Ich muss von einer anderen Seite als Sie gekommen sein. Und dann? Ich habe geglaubt, Geräusche von der anderen Seite des Gebäudes gehört zu haben. Also bin ich durch die dunklen Korridore in die Richtung gegangen. Weiter. Nun, ich habe gesehen, wie Sie die Kette zum Generator heruntergeklettert sind. Ich hatte das komische Gefühl, gerade das Foto des Jahres verpasst zu haben. Ich machte die Kamera an, lehnte mich über das Geländer und machte den Schnappschuss. Als Sie auf die Füße gesprungen sind, entschied ich, es wäre Zeit zu verschwinden. Das ist nicht sehr typisch für einen Aasgeier an einem Tatort. So verhalten sich Täter. Ein Aasgeier? Ich sage, Sie haben sich wie ein Täter verhalten. Was ich getan habe, war richtig. Ich wette, wenn mir dort meine Kamera weggenommen worden wäre, hätte ich alles verloren. Naja, dann war also er der Typ, der uns entgegengelaufen ist. Das würde auch erklären, oder zumindest für mich persönlich, seine Sachen ein bisschen glaubwürdiger zu erachten, weil der wahre Mörder muss ja theoretisch...